Mal wieder herzlich willkommen hier zu Dragon Quest 9 Hüter des Himmels. Wir machen weiter mit dem Kampf gegen diesen mechanischen Vogel. Jetzt tut es. So. Er sollte dann bitte irgendwann mal der Bossgegner auftauchen. Ich glaube, der sollte da vorne irgendwann kommen. The Seed of Deftness? Was ist Deftness? Muss ich dann schauen, welcher Level abkriegt, was Deftness ist. Hallo Petty, oder wie du heißt? Ich glaube, du heißt Petty. Und der Bossgegner. Ich weiß, ich glaube, es war ein Bärmann. Ich bin mir nicht mehr sicher. Oder auch nicht, aber ich weiß nicht, dass es auf vier Beinen. Ich weiß, dass es auf vier Beinen war. Hexagon Dross. Okay. Ich glaube, ich hebe mir Heal noch ein bisschen auf. Also ich noch einmal benutzen. Nach seinem nächsten Angriff sollte ich es dann benutzen vielleicht. Gut, Heal. Und hin. Gut. 700 Experience. Crack. Genau, confirm. Ich sehe nicht auf, was das ist komische war, wo ich den Seed bekommen habe.
Okay. Sie fragt nicht, wo wir hinwollen, sonst hätte sie ja gleich mit uns mitgehen können. Aber nein, wenn sie wieder irgendwo gefangen werden will, ich meine, es wäre nicht so, als würden hier keine Monster auf dem Weg herumrennen. Vor allem Sandsäcke, die höchst aggressiv sind, werden umbringen. Und Gurken, die einen mit Speeren aufspießen und höchst aggressiv sind. Und Schleime und diese komischen fliegenden irgendwas, Teufel, Katzen, die höchst aggressiv sind. Deftness. Das hat nichts mit Stärke. Resilienz. Deftness ist wahrscheinlich die Trefferquote, oder? Könnte sein. Könnte hinkommen. Level 10. Gut. Sollten wir vielleicht drüber gehen zu Yaren, Erin, Patty, dem Großvater. Oder ins Gasthaus. Gar nicht schlecht, in das Inn. Ah. Davor möchte ich aber noch kurz schauen. Der Fächer. Ist der? Nein, der. Okay, ich habe auch dieses neue, wenn ich das Schwert ausgerüstet habe, dass ich Stärke plus 10 habe. Ich glaube, ist das Stärke plus 10. Okay. Seht ihr, das Schild ist auch hier, das haben wir ausgerüstet. Ich will nichts sagen, aber Patty sieht aus wie Erins biologische Mutter. Okay, bin ich okay? Hallo, guten Tag.
Ich sollte mit dem reden vielleicht. Ah, du bist wahrscheinlich der Vater. Ja. Ja, die gleiche Reaktion wie ich. Aha, interessant. Ah. Kann auch mit der Maus spielen. Okay. Hätte ich mit dem da unten reden sollen? Ich weiß es nicht. Hallo, renne mit dir. Okay. Behind the inn, okay. Müsste es ja da irgendwo liegen. Ja, eben. Ein Emmy, sondern ein Inni. Okay.
Ja, so. Ja, so abwegig sind ihre Gedanken ja gar nicht, da wir ja wirklich der Wächter dieses Dorfes sind. So, vielleicht kurz noch eins in den nächsten Sinn. Ich weiß, dass ich das so mache. Ich will einfach nur der Straße folgen. Am besten in keinen Kampf reinrennen. Wenn es möglich ist. Falls nicht, dann nicht. Aber ich hoffe, dass ich nicht in einen Kampf verwickelt werde. Danke sehr. Sehr freundlich von Ihnen. Natürlich funktioniert es nicht. Ja, ich bewege mich schon. So, wie es aussieht für diese Folge. Ich werde nach Stormway noch rüber rennen, werde dort abspeichern, Folge beenden und dann habe ich es für heute. So, ab jetzt fängt dann die König Arthur Sage an, hier. Stornway. So, jetzt gehe ich dann gleich zur Kirche und speichere dort ab.
Ja. Das ist eine Königin. Ich glaube, wir werden zur Kirche gehen. Okay. Okay. Kann ich jetzt bitte wieder gehen? Am besten. Speichern. So, würde ich sagen, was mit dem Part. Bis zum nächsten Mal. Ciao.